Boah, der Typ, der ist auch hier der. Der Urban Fighter, der Extraklasse. Ich glaube, das hilft, wenn man hier so Parkouring-Skills hat. Okay, jetzt geht's entweder. Geht's hier rüber? Nein, da geht's nicht rüber. Sondern hier lang. Und dann runter anscheinend. Yeah. Okay, und hier auch wieder runter. So. You loot, we shoot. Ja, ja. Ein Kanister. Und zwei Kletterhaken. Okay, das heißt, die werde ich wahrscheinlich auch gebrauchen müssen. Ist ja dann hier meistens so. Oder bisher so gewesen. Okay, hier sehe ich jetzt bisher nichts, wollte ich gerade sagen. Und hoch da. Wunderbar. Oh, und dann sind wir wieder hier. Okay. Aber das kann es ja noch nicht gewesen sein, ne? Also. Da drüben müssen wir noch hinkommen. Ah, da, ich sehe es. Das heißt, wir gehen wieder hier runter. Ja. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir da hinkommen. So. Ich glaube nämlich, wenn wir so nochmal hier um die Ecke dann irgendwie rum. Das sieht mir hier. Ah, genau. So, das sieht mir danach aus, als würden wir hier dann. So. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Komm, Freund. Ja, wunderbar. Und damit haben wir unseren zweiten Kanister. Jetzt muss ich nur gucken, wie wir da wieder hochkommen. Ah ja. Okay, das geht ja ziemlich einfach. Erst gedacht, dann müssten wir auch noch irgendwelche Zirkus Roncalli-Moves machen, um das hinzukriegen, aber das war ja jetzt ziemlich simpel. Also ich finde, das Spiel ist schon ziemlich, ziemlich cool gemacht die ganze Zeit. Ja, auch im Hintergrund immer die Musik, die so ein bisschen. Medizin aus der Kiste besorgen. Oben drauf steht auch noch was. Das könnte ich eigentlich. Hätte ich auch noch gerne. Hallo? So schon mal nicht. Aha. Okay, alles klar, verstehe. Hier werde ich dann definitiv die Dingens für brauchen, die Haken. Ja, wir wollen noch ein ganzes Stück kommen, oder? Da bis zu dem. So, jetzt werde ich den benutzen müssen, ansonsten wird es zu gefährlich. So. Nein, genau.
Und hüpf. Wunderbar. Wasserflasche aufgehoben. Ich hoffe mal nicht, dass die beschädigt worden ist, weil das wäre sonst ziemlich blöd für das kleine Mädchen, wo wir die ja für haben wollen. Oh, guck mal, jetzt können wir hier aber runterklettern. Na, komm. So. Und dann kriegen wir das nämlich doch noch eben. Hier, Soda. Yeah! So, dann gehen wir jetzt nach oben und schauen uns mal an, ob diese Kiste wirklich beschädigt ist. Wollen wir natürlich mal nicht hoffen. Ja, sehr, sehr viel hier mit Überlebenskampf, bla, und hast du nicht gesehen, ne? Und klar, wenn da so viele... Ups. So viele... So viele Engpässe, Überleben, alles Überlebensmittel, alles Mögliche gewesen ist, dann ist es natürlich ganz klar... So, das ist ja jetzt kaputt irgendwie. Komm schon da lang. Hier? Naja, sieht jetzt nicht so aus, als könnte ich hier mit irgendwas machen. Nö. Okay, also... Dann bleibt uns ja nicht viel. Müssen wir schon da lang, ne? Oder geht's hier noch lang? Irgendwo? Hoch? Nee. Beim Rutschen sollen wir jetzt was machen? Ah ja. Jo, das war ein knappes Ding, mein Freund. Oh. Ich glaube, ich gebe dem mal eben... Boah. Boah, komm schon, komm schon. Nein! Okay. Das war wohl zu viel Anstrengung für den guten Herrn. Shit. Crate looks like it's been damaged. Der ja nicht wirklich einen Namen für uns hat, aber naja. Gut, wir wissen also Bescheid. Ja, mehr oder minder. Wenn wir jetzt darüber gekrabbelt sind, dann müssen wir uns jetzt, während wir uns da ausbremsen... So. Genau. So, und jetzt schnell rüber, 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 rüber. Und wenn es gar nicht anders geht, nehmen wir halt gleich nochmal so einen Enterhaken und ballern den da in die Wand rein. So, ich würde sagen, hier machen wir den eben rein. Es geht halt nicht anders. Ja, wir sind schließlich da gerade fast runtergefallen. So. Und weiter geht's. Ja, ist ja, aber das hier ist doch eigentlich eine ziemlich normale Schräglage. Mit so einer Art Leiter. Da verstehe ich nicht genau, warum der da so ein Problem mit hat. So, jetzt benutze ich mal eben
Warte, was haben wir hier? Ausdauer. Ja, so ein Drink. Oder nehmen wir mal lieber zwei. Damit wir da nicht direkt wieder abschmieren. Oh. So. Hätte ich hier schon die ganze Zeit so hochgekonnt? Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Und jetzt? Ich verstehe jetzt gerade nicht genau, wo wir lang sollen. Hä? Da oben bestimmt hin, oder? Komme ich da überhaupt da lang irgendwie? Wie kann ich denn da hinkommen? Hier wahrscheinlich auch nochmal rutschen lassen. Das ist eine Möglichkeit natürlich. Da hinten dann hin. Ja, genau. So, und jetzt? Ja, komm. Jetzt müssen wir natürlich nach oben. Ist auf jeden Fall schon knifflig, das Spiel. Es macht aber auch gerade deshalb sau Bock hier. Ich fühle mich richtig gefangen, auch in der Atmosphäre dieses Überlebenskampfes. Was habe ich hier? Kletterhaken. Ah ja, gut. Da können wir dann natürlich nochmal ein Stück weiter hochkommen. Wenn wir da müssen. Und wir müssen natürlich auch. Also das ist wirklich mal ein gut gemachtes Spiel, eine gut gemachte Story auch, die ohne viel Geballer oder so auskommt, um ja einiges einfach zu liefern. Ist das so richtig, wo wir langkommen? Ich glaube ja, hier noch lang. Ein Stück müssen wir noch. Ja, ich weiß, ist schwer. Ein Stück noch, mein Freund. So, jetzt hier den Haken rein. Ha, gut. Spider-Man, der Typ. Guck mal, der hat das aus dem Handgelenk, schießt er das. So, und jetzt gehen wir erstmal weiter. Jetzt hier rüber. Prima. Krass, hin, komm, mein großer. Schaffen wir! Puh, geschafft! Here they are. Antibiotics for May. What's this? A grappling hook. They packed useful things in those boxes. Ja, wie mehr hast du jetzt nicht bekommen, außer diesen Enterhaken. Also. Let's get back to May. Yeah. Nice. Ah, gut, den kann ich auch immer wieder verwenden. Nicht, dass der da jetzt hängen bleibt oder so. Das ist natürlich saugut. Wie komme ich hier lang? Darüber vielleicht? Nicht? Ich meine, jetzt habe ich... Ah! Da oben. Yeah, Tarzan. Ist echt gut gemacht.
Wo würde ich denn hinwollen als nächstes? Mit dem Haken. Ich meine, hier oben ist einer. Aber der bringt mir, glaube ich, nichts. Oder kann ich mich abseilen? Nee. Ich glaube nicht. Oder kann ich den auch im Wo... Nee, im Quatsch. Ich glaube nicht, dass ich aus dem Sprung heraus den nächsten Haken aktivieren kann, oder? Oh, guck mal, einer da. Yeah, das ist cool. Das ist echt sau cool. Aha, so, natürlich geht's. Wunderbar, ey, das ist ja eine sau coole Spielmechanik. Können wir uns hier richtig... Wow, noch ein Beben festhalten. Another quake. Hold on. So. Hier geht's wieder runter. Was denn, soll ich jetzt hier? Nein, komm schon. Echt? Hier so ein Jackie Chan Move oder was? Ah, okay, dann kann ich jetzt. So. Müssen wir jetzt gut gucken, dass wir hier nicht durch den Gerümpel durch schlittern. Nein, 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 nein. Alter. So, dann sind wir jetzt... Ja, den habe ich jetzt voll versammelt, Der habe ich, den habe ich jetzt so nutzlos da reingesetzt, den Haken. Verdammt. Naja, aber wir sind wieder unten. Und hoffentlich schaffen wir es dann jetzt zu der kleinen Mai zurück. Was ist da los? Ich sollte die Straße hier zurückkommen. Okay, gut. Und wie mache ich das am besten da mit dem Greifhaken? Wunderbar. Wo soll ich denn da hinschwingen? Ach, da bestimmt so lang, ne? So, nochmal. 1, 2, 3. Whoops. Okay, oder auch nicht. Naja, war aber ein Versuch wert, ne? Okay, also der will sich darüber schwingen. Sicher? Das geht doch nicht. Oder einfach nur hier unten in das Fenster reinfallen lassen. Ja, ja, komm. Sind wir jetzt ein paar Mal sehr unglücklich gestorben, würde ich sagen. Ach, guck mal einander an. Ja, so ist natürlich... Naja, warum leicht, wenn es auch schwer geht, ne? So. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich eher hier an dieses Ding ranspringen, genau, richtig. Yeah, hüpf, hüpf, hüpf. Nochmal hüpf, hüpf und nochmal hüpf. Schon bin ich unten. Ja, wunderbar.
Und ich würde sagen, für heute, ey, wir haben jetzt schon 2 Stunden aufgenommen. Ich würde sagen, knapp 2 Stunden auf. Ja, ich hoffe auch, May ist okay. Und ob oder ob nicht und wie wir dahin zurückkommen, sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt I am alive. Wenn wir mit unserem kleinen, mit unserem namenlosen Protagonisten hier durch die, ja, verwüstete Welt laufen und schauen, ob wir jetzt fürs Erste erstmal die kleine Mai retten können. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, Freunde. PRC Archangel out.